Was in Lauchhammer das An- und Abknattern der Simson-Mopeds ist, ist in Lauter die Ausfahrt zum 1. Mai. Der historisch-technische Verein lud zum Maifeiertag alle Interessierten historischer Fahrzeuge zu einer Rundfahrt ein. Eines der Ziele waren die Biotürme in Lauchhammer. Mit dabei Fahrzeuge aus Vorkriegszeiten bis hin zu Ostblockgefährten. Die Biotürme boten eine geschichtsträchtige Kulisse, als die rund 100 historischen Zwei- und Vierräder auf dem Gelände vorfuhren. Nicht nur die Vereinsmitglieder selbst, sondern auch benachbarte Vereine aus ganz Sachsen nahmen daran teil. Ziele der Ausfahrten in zurückliegenden Jahren waren unter anderem der Kulturgüterschuppen in Ortrand, das ehemalige Gefangenenlager bei der Feuerwehr in Naht oder bei der Museumsfeuerwehr in Welzow.